Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. An Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Weiß nicht. Vielleicht steht's um. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Im Flugblatt. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Sie tragen ihn. Aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Was hat die Kreuzigung als Inszenierung? Klingt frevel.
Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Sie tragen ihn. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Er trägt das Kreuz.
trägt das Kreuz. Sieht aus wie eine Kirche. Wir stehen da wie Mönche. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann. Boom. Keine Zeugen. Das muss die Schatulle sein. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr.
Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Amaru! Halt! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Onuratus, die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feiger, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara? Wie viele hast du auf dem Gewissen, hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein! Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Hoffentlich sehe ich sie, wenn sie wegbringen. Hä?
Brauchst du Hilfe? Was geht hier vor? Übergeschnappt? Ich muss rausfinden, was hier los ist. Ja. Du siehst gar nicht gut aus. Allein in der Kirche geblieben? Da drin herrschte Chaos. Natürlich. Aber es ist Croft. Es gab Wichtigeres, um das wir uns Sorgen machen mussten. Unsere Reihen lichten sich! Der Falle! Du kannst genauso gut. Wir werden abgeschlachtet! Beide. Jonah, wo bist du? Ich bin im Zuckerrohrfeld. Sie sehen mich nicht. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. Commander gehört. Weidmanns Heil.
Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen, aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld, aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Wir haben beschlossen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Scheiße, jetzt muss ich es alleine machen. Zeit geordnet!
Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alles bestens. Jonah! Oh Gott. Bereit? Oh ja. Alles klar. Bin okay. Was zum Teufel sollte das? Wäre ich du, wäre es gut gegangen. Die kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. Yeah.
Wie weit ist es noch bis Paititi? Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Eure Hoheit? Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie. Aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Bitte, nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank. Ich versuche, Uchu zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay.